Ja, vielen Dank. Ja, am Ende des Nachmittags kommt noch ein Schweizer hinten rein. Herausfordernd, wenn ich sehe, es hat schon ein paar Lücken. Ich probiere zumindest meine Lücken zu schließen im Referat, dass wir da schnell durch sind. Vielen Dank für die Einladung. Nochmal, ich hatte schon gestern die Gelegenheit, spannende Leute kennenzulernen. Es war der Geschäftsführer von NÖM. Es war Thomas Resl von der Agrarwirtschaft. Super spannend, ich wurde gut eingestimmt, wie es Ihnen geht. Das war für mich wertvoll, eigentlich noch die ganze Präsentation zu ändern, aber das war nicht mehr möglich. Somit starte ich mit dem, was ich jetzt habe. Ja, wir steigen ein. Wenn man als Schweizerin nach Österreich kommt, dann bleibt mir der Nachtslalom als beste Erinnerung. So 2005, 2006, da wurde ich nur ausgelacht, weil die Schweizer da himmeltraurig Slalom gefahren sind und mein Kollege und Freund immer noch, dem gehört ein Teil des Zielhangs in Schladming, ist auch ein Biolandwirt und vor allem im Tourismus sehr aktiv. Das sind meine Erinnerungen, aber auch Gumpenstein habe ich gestern erwähnt, wo ich so zwei, drei Weiterbildungen gemacht habe. Ihr habt wunderbare Regionen, ihr seid führend im Tourismus aus meiner Sicht. Ihr vereint Genuss und Landwirtschaft zusammen. Aber ihr habt etwas, das mir ein bisschen aufgefallen ist und auch, das muss ich loswerden. Ihr sprecht von Verbraucher und Erzeuger. Und das tönt für mich so, ihr habt jetzt zu machen und ihr habt zu essen und so und fertig. Und das ist es nicht. Wenn ich denke, es ist enorm anspruchsvoll, nachhaltige, gute Lebensmittel zu produzieren, mit einer Geschichte zu umfahren, den Genuss herauszuschälen, die Kultur hinter euren Regionen auch sichtbar zu machen. Und dann heißt es nicht Verbraucher und Erzeuger. Und das habe ich schon in Deutschland gelernt und jetzt wieder gehört. Das sage ich einfach euch, bitte sprecht doch von mehr Genuss und ja, irgendwie Produktion oder sinnvollen Systemen. Gut, also ich starte Erfahrungen mit nachhaltigen Milchproduktionssystemen im Detailhandel. Ich arbeite in einer Unternehmung, die ist relativ umfangreich. Darum erlaube ich mir kurz zwei, drei Dinge noch über die Migros zu sagen, dass ihr einordnen könnt, wo ich da auch jeden Tag mit meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten darf. Migros als erster Punkt, M-Check ist ein Thema, wo wir probieren, eben Tierwohl und Klimaverträglichkeit sichtbar zu machen auf den Produkten. Einsatz des Käfers, das ist eine der relevantesten Produzentenorganisationen in der Schweiz mit etwa 20.000 Landwirtinnen und Landwirten, die da ihr Bestes geben und mit denen arbeiten wir schon über 20 Jahre zusammen. Ein Erfolgsmodell aus meiner Sicht selber, mein Papa ist Gründungsmitglied und ich finde den Schluss mit der Produktion und dem Handel können wir dann Beispielen sehr gut aufzeigen. Und wir haben nicht nur den Käfer eingeführt, wir haben auch gerade die Knospe eingeführt, also ein weiteres essentielles Label der Schweizer Biobauer, Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz. Also wir sind da voll mit ihren Labels unterwegs und ihnen bestmögliche Sichtbarkeit zu geben in unseren etwa 630 Verkaufsstellen im Supermarkt von den 1200, die wir haben. Kommunikation und Regularität ist dann noch so ein Schwank, den ich schnell machen werde, aber da seid ihr ja mehr Profis als wir Schweizer. Ich probiere weiterzumachen. Hier seht ihr eben Fabienne, bei uns haben auch die Kühe haben ja Namen und bei uns eben diese Fabienne hier, die kenne ich persönlich. Wir haben gewonnen, wenn diese Menschen und Mitarbeiterinnen von uns richtig mit Freude und die wollen Aufzüge machen, die wollen ihre Produkte sichtbar machen. Das kann man entfachen, das Feuer, wenn man auch Mitarbeiterschulungen macht, zusammen sogar mit Produzentinnen und Produzenten. Ich habe erst gerade eine Toffelproduzentin eingeladen, wo uns erklärt hat, wie schwierig ist es, Soja anzubauen in der Schweiz. Und dann eben die Fabienne zu überzeugen, es gibt viele tolle Produkte, die wir da im Regal einbringen können. Und ich habe selber, jedes Jahr arbeite ich einmal im Gestell mit und mir passieren immer wieder unglaubliche Fehler, weil es so viele verschiedene Produkte gibt, die fast gleich ausschauen. Wir sind in der Schweiz abgestützt in eine Genossenschaft, also zwei
2,28 Millionen Kundinnen und Kunden sind unsere Eigentümer. Wir sind aufgesplittet in 10 Genossenschaften. Man sieht das da auf der Schweizer Karte. Die sind alle föderalistisch, also selbstständig unterwegs, verankert in den Regionen. Sie haben auch Beziehungen zu der Politik dort. Wir sind meistens relevante Arbeitgeber in diesen Regionen und investieren sehr viel Geld. Also unsere Gewinne, die fließen nicht ab, die bleiben im Unternehmen und auch sie bleiben auch in der Schweiz. Weiter. Gut, sie ging zu schnell. Was mache ich falsch? Gut, dann kommt die Geschichte noch kurz. Gottlieb Duttweiler ist der Gründer. In der modernen Welt wird der Erfolg jenen gehören, die es verstehen, um ihr Unternehmen herum eine Ideenwelt aufzubauen. Und ich denke, da seid ihr in euren Regionen sehr nahe. Und das probieren wir auch. Er hat das irgendwie 1930 gesagt. Und das ist schon noch visionär, oder? Wenn man sieht, wo wir heute sind. Es ist genauso. Wenn wir es schaffen wollen, unsere Kundinnen und Kunden abzuholen, müssen wir Ideen aufbauen, die nützlich sind, die hürdenfrei sind, die Sinn machen. Und dann denke ich, dann bringen wir die Produkte mit den richtigen Faktoren, wie sie produziert werden, auch in die Genusswelt herein. Dann seht ihr noch 1925. Wurde das Unternehmen gegründet, eine Riesensache, 16 Mitarbeitende mit, ich glaube, was waren es, 6 Verkaufswagen, ihr seht hier oben, und man hatte 6 Produkte, die 30% günstiger waren als sonst im Einzelhandel. Also das war ein Durchbruch für unseren Gründer und er hat einfach die Effizienz gesucht. Und heute sind wir ein Unternehmen, das relativ anders aussieht. Ich komme danach noch dazu. Die Geschichte 1925, nur kurz. Schon 1928 hat er eine Firma gekauft, alkoholfreie Weine. Und genau in diesem Jahr stimmen wir ab, ob wir Alkohol verkaufen möchten. Also die Migros verkauft seit ihrer Geschichte kein Alkohol in unseren Supermärkten. Das wird sehr geschätzt, auch von den Familien oder auch suchtkranken Menschen, dass sie wissen, bei uns gibt es die Möglichkeit nicht. Und im Moment läuft die Abstimmung. Wir wissen nicht, wie es rauskommt. Ich bin da stressfrei. Mein Fokus ist auf Agrarprodukten und sinnvoll produzierten Lebensmitteln. Also wir nehmen es dann, wie es ist. Gern habe ich natürlich ein gutes Bier und schönen Wein. 2020 noch wichtig, die Ausrichtung gruppenweiten Klimazielen. Also konkret haben wir da uns intern beübt, im Guten. Und wir haben auch dem Pariser Klimaabkommen sind wir beigetreten, plus der Beitritt aus zu SBTI, das kennt ihr sicher. Also das bringt unsere eigene Industrie vor allem und wir uns mit der Rohstoffbeschaffung enorm in einen neuen Schub. Das Unternehmen hat 28,9 Milliarden Umsatz gemacht letztes Jahr. Eine Riesensache, dass wir sogar noch eine Steigerung hingebracht haben. Es war lange Zeit, waren wir so Status quo unterwegs. Ein tolles Ergebnis in der schwierigen Zeit. Und wir haben da verschiedene Segmente. Ich komme nur kurz darauf zurück. Die 28 oder fast 29 Milliarden machen wir hauptsächlich in unserem Supermarktgeschäft mit unseren 630 Filialen, dazu kommt Handel, dort gehört noch ein Discounter dazu, ein Schweizer, ein Urgestein, der heißt Denner und das ist der zweitgrößte Alkoholhändler in der Schweiz. Der gehört in unsere Gruppe, aber hat nichts zu tun in den Migros-Supermärkten. Aber wir können dennoch Alkohol verkaufen. Also. Dann haben wir Reisen, wir haben 20 Industriebetriebe bei uns, die wir führen. Elsa ist eine, die zum Beispiel Milch verarbeitet. Und wir haben Finanzdienstleistungen, eine Bank mit 54 Milliarden Kapital. Ja, ich würde gerne, liegt es an mir, oder? Also jetzt kann ich nichts dafür, wenn es länger geht. Gut, Mitarbeitende noch. Zum Abschluss, wir sind stolz, einen hohen Frauenanteil zu haben in unserer Unternehmung. Das hat sicher auch mit dem Detailhandel zu tun, hauptsächlich. Man sieht auch unten in welchen Segmenten, dass wir super stark sind.
Aber es ist Fakt, wir haben einen hohen Frauenanteil bei uns. 98.000 Mitarbeiter sind es etwa heute, 170 Nationen, auch sehr herausfordernd, sicher mit uns zusammen alle zu arbeiten. Aber es ist befruchtend, wenn man mit anderen Nationen auch intensive Diskussionen führen kann im Unternehmen. 1.300 Stellen haben wir geschaffen letztes Jahr. Aber das war natürlich auch eine Abwanderung von den Gastronomiebetrieben viel zu uns. Und wir haben ja eine Mitarbeiterzufriedenheit, mit dem will ich nicht prahlen, das kann immer ändern. Aber wichtig ist, 3.600 Lernende, die wir ausbilden in ganz verschiedenen Berufen, ist aus meiner Sicht eine top spannende Ausgangslage. Das ist die Migros gewesen. Filialen, die gesundheitliche Dinge anbieten, das sind hauptsächlich auch Hausarztpraxen. Ihr seht das in der Mitte, also wir setzen voll auf die Gesundheit. Ernährung und Gesundheit ist vor allem unserem Konzernleiter sehr ein großes Anliegen. Und das passt auch dazu, wenn man gesunde Lebensmittel produziert oder Ressourcen schützt, Ernährung übt. Im Verkauf, denke ich, ist es ein sinnvolles Ergänzen, dass wir auch dort uns challengen. Ein Segment, das zunimmt übrigens. Wir haben Physiotherapien, Arztpraxen und so weiter. Es gehören auch 8 Golfparks dazu und nur eine kleine Synergie. Diese Bauernorganisation, die uns seit 25 Jahren neue Modelle bringt, auch im Getreidebau, pestizidfreier Getreidebau und Biodiversität fördert massiv seit Jahren, die werden für uns die Biodiversität im gesamten Golfsegment national für alle Golfanlagen neu führen dürfen. Auch etwas, das niemand daran gedacht hätte, ich habe das mal Ihnen offeriert, das sind die, die es am besten können, die wissen, wie es läuft und ein Schulterschluss auch in eine Sportart, Konsum und sinnvolle Biodiversitätsflächenförderung zu vereinen. Das nur so nebenbei. M-Check, wie machen wir auf dem Produkt sichtbar das, was Sie alle schon heute auch mehrmals gehört haben oder auch wünschen? Wie machen wir das bei uns? Eine recht große Übung haben wir da durchgezogen und der M-Check ist das Produkt einfaches und bewusstes Einkaufen dank konsequenter Transparenz. Ja, es geht hauptsächlich um die 2 Personen hier stellvertretend, das ist unser wichtigstes Gut. Die sagen uns, die 2 Personen, wie es läuft. Wenn wir auf sie hören, sind wir relativ nahe am Punkt, denke ich, immer wieder in allen verschiedenen Segmenten, wo wir uns bewegen, sei es Bio oder auch andere Standards. Aber es ist eben nicht so einfach. Aus meiner Sicht ist es eben kompliziert, das wird auch wieder gesagt. So einfach einkaufen ist nicht so schnell gemacht. Wie erkenne ich eigentlich wirklich nachhaltige Produkte? Das ist so eine Fragestellung, die immer wieder kommt und das haben uns auch unsere Kundinnen erklärt. Und wir sagen, ja, das ist ganz einfach. Also, und dann beginnen wir und sagen, wie gut dass wir sind, was wir alles können und ein Schweif zu CO2 und Ressourcenschutz und Biodiversität, pestizidfrei, dann ist die ganze Übung schon kompliziert. Also wir mussten uns neu erfinden. Wir haben die Kundinnen und Kunden gefragt und da sind so Rückmeldungen drauf. Donnez aussi des informations, das ist Französisch, weil wir halt auch in diesen Regionen sehr aktiv sind. Ich brauche mehr zum Thema, es muss einfacher sichtbar sein, war auch, ich habe das gar nicht gesehen, unser erster Wurf auf den Produkten. Also, was beschäftigt unsere Kundschaft bezüglich Information, war eine ganz systemische Abfrage, die wir gemacht haben. Da komme ich wieder mit einem Zitat von unserem Gründer damals im Zürichsee. Ging er immer so baden mit Hut, dass man auch nicht eine rote Stirn bekommt, wenn man so im See treibt. Je größer eine Unternehmung ist, desto größer ist ihre Verpflichtung, sich über gesellschaftliche Aspekte für die Lösung von Problemen der Menschheit zu engagieren. Etwa eben 1935, 40 hat er es gesagt
und da war die Migros am Wachsen, aber noch nicht ein Unternehmen mit fast 100.000 Mitarbeitern und fast 30 Milliarden Umsatz. Und ich denke, auch dieses Zitat zahlt voll ein. Also wir müssen unbedingt in unseren Führungsgremien, wo ich auch mitarbeiten darf, glücklicherweise, müssen wir uns wie immer wieder diese Fragen stellen und schauen, wo sind wir auf dem Weg? Sind wir neben dem Weg oder sind wir auf der Spur oder machen wir bewusst eine Outback-Wanderung, was ja nicht schaden kann zwischendurch. Ich bin am Weiterdrücken. Version 1 war das, wo wir auf den Produkten über tierfreundliche Haltung sprechen wollten, CO2-neutraler Anbau thematisiert haben und natürlich das Recycling-Thema, was heute aus meiner Sicht jede und jeder kann. Das war so ein Sammeltopf von einer Vielzahl von Nachhaltigkeitsthemen, die wir als ersten Wurf gemacht haben. Wir sind dann nochmal einen Schritt zurück und haben gesagt, wir wollen konsequente Transparenz. Und diese zwei Aussagen, die gefallen mir sehr. Wir sind nicht 100% nachhaltig, aber 100% ehrlich. Das war dann unsere Hauptstoßrichtung, als wir uns gematcht haben. Auch im Team waren Exoten in unserer Unternehmung, die nicht viel von Detailhandel verstehen, aber zum Beispiel wissen, welche Antibiotika die hoch gefährdet sind, wenn man sie in der Tierhaltung einsetzt. So als Beispiel, wir haben uns gematcht von ganz verschiedenen Seiten und übrigens so esse ich auch sehr gerne. Und ich denke, wenn man so Marketing betreibt oder Stoßrichtungen sucht, macht es einfach Sinn, sich intern sehr zu vernetzen, um solche Sprüche dann auch weitertragen zu können. Vieles ist schon top, über den Rest reden wir jetzt. Finde ich auch schön und hier seht ihr schon auch die, wie wir die Auslobung gemacht haben. M-Check heißt das, einfach zwei Punkte, Tierwohl, je mehr Sterne, dass ich habe, die grün sind, je besser ist es. Oder CO2, das heißt Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit ist die zweite Auslobung, die wir jetzt auf allen Produkten lancieren, wo wir in unserem Sortiment führen. Das ist nochmal ein bisschen näher, dass ihr seht, wie das visuell wirkt. Das ist auf unseren Packungen so sichtbar. Das heißt auch ein bisschen, wir sammeln Sterne, finde ich noch ein schöner Ausdruck, wenn man über solche kontroverse Thematiken spricht, wie wir heute auch gehört haben, was das die Produktion herausfordert, Tierwohl umzusetzen und auch Klimaverträglichkeit ist dann noch eine Liga für sich. Und ich wollte Ihnen auch noch kurz erklären, wie wir das umsetzen im Hintergrund. Also es ist so aus unserer Sicht intuitiv verständliche, transparente Kompass für nachhaltigen Konsum. Wir zeigen, ob es gut ist. Also sehr schnell verständlich. Im Moment haben wir sehr gute Rückmeldungen auf diesen M-Check. Was heißt es nun konkret? Und da gehe ich nicht in die Tiefe, der Nachmittag ist schon zu intensiv gebraucht worden. Ich gehe nicht auf Hintergrundinformationen, ihr könnt das auch auf unserer Homepage übrigens transparent nachlesen, was die Punkte sind. Wir haben im Tierwohl etwa 10 Punkte, da gibt es Fütterung, da gibt es Stallklima, da gibt es die Weide, alles gibt Punkte und das haben wir wissenschaftlich in Auftrag gegeben, selbstverständlich nicht selber gemacht, mit unserer Hochschule für Landwirtschaft, die sehr nah ist an uns und sie bekommen immer wieder Studienaufträge von uns und Trees wie MyClimate haben die Ökobilanzen gerechnet. Also aus Daten, die man kennt, hat man da saubere Ratings für die Sternevergabe dann hinterlegt und da sind wir immer noch am Optimieren und am Ergänzen, aber es gibt eine saubere wissenschaftliche Grundlage, die uns erlaubt, jedes Produkt auszuloben. Ihr seht hier gerade die Biomilch mit 4 Sternen im Tierwohl und 4 Sternen in der Umweltverträglichkeit. Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit, ein Satz, den man immer wieder sich stellen sollte und es ist auch ein bisschen eine Hommage an unsere Kundinnen und Kunden, vielleicht sich diese Freiheit zu nehmen, am Regal zu überlegen, wo unterstütze ich
Tierwohl und Nachhaltigkeit oder Ressourcenschutz oder CO2-Emissionen maßgeblich. Da gibt es Möglichkeiten, wie wir zeigen, ihr habt auch Modelle. Die Frage ist nur, kann in diesen 2 Sekunden den Kaufentscheid beeinflusst werden oder nicht? Und ich bin heute überzeugt, es kommt so viel zusammen für die Produzentinnen und Produzenten. Es ist ja unglaublich, der Druck, der da ist, allen gerecht zu werden. Und genauso ist es auch für die Kundinnen und Kunden. Es kommt sehr viel zusammen. Auch schon nur, wenn man denkt, was im Moment abgeht. Wir haben ja die Pandemie hinter uns, das ist alles hoffentlich. Dann haben wir eine Missernte in der Schweiz gehabt. Also wir holen im Moment die letzten Weizenkörner aus den Lagern. Schlimm. Wir hatten im Gemüsebau enorme Missernten, generell im Pflanzenbau. Und zum Nachtisch serviert kommt noch das Sonnenblumenöl nicht mehr, das wir bestellt haben im Knospenbereich von der Ukraine, als Beispiel. Also das sind Dinge, die im Moment alle herausfordern. Und da sollten wir eben das Ziel schön Schritt für Schritt im richtigen Timing resilient weiterzugeben, nicht außer Acht lassen. Das ist ganz klar ein Ziel auch von unserer Konzernleitung oder von uns, die das vertreten in verschiedenen Direktionen. Es wird nicht diskutiert, Abkehr zu halten von nachhaltigen Strategien. Erfahrungen mit nachhaltigen Milchproduktionssystemen, hier noch am Beispiel der Wiesenmilch. Ja, das kommt ja gar nicht so schlecht. Die Kühe sehen Sie hier, Lait de Prairie, das heißt auch eben Wiesenmilch auf Französisch. Ihr seht in der Mitte, entscheidend für mich ist die Produzentenorganisation, die gibt uns das Gefühl, wie man Milch produzieren kann. Selber habe ich das auch gemacht, aber viele Leute in unserer Unternehmung haben keine Ahnung von Milchproduktion. Das ist nicht wertend, aber es ist ein Fakt. Und es ist immer mehr gefordert, dass wir auch genau wissen, was wir einkaufen. Das muss nicht mal der Einkäufer kennen, aber wir als Führungsleute müssen wissen, um was das es geht. Hier haben wir geschaut, wie zahlt diese Produzentenorganisation strategisch auf unsere Hauptthemenfelder ein, auf das Sortiment, Klima, Energie, Kreislaufschließung, gesellschaftlicher Zusammenhalt. IPSWIS hat auf jede Linie eine Antwort, zum Beispiel zum Sortiment. Wir haben enorme Breite, etwa 500.000 Label-Schweine, die wir ihnen abkaufen, etwa 85.000 Tonnen Getreide, in 3 Jahren pestizidfrei, jetzt sind wir auf dem Weg. Wir haben einen Klimamaßnahmenkatalog, zeige ich danach. Kreislaufwirtschaft ist auch möglich mit Rückführung von Nebenprodukten. Und vor allem, sie sind eine entscheidende Membran von der Produktion zu uns in den Handel mit der Verarbeitung zusammen. Ich sage immer und erlebe das auch am Tisch, wenn wir jetzt um schwierige Themen sprechen, möchte ich immer die Produzentinnen und Produzenten am Tisch, die Verarbeiter und uns als Händler, ein Dreiklang sollte es sein. Es leidet jetzt keine Unwahrheiten oder unnötige Spiele, die jeder in seinem ökonomischen Feld machen soll, darf, sollte, weiß nicht wie. Es mag es nicht leiden, dass wir dort nicht effizient zusammenarbeiten, um eben auch die Kosten im Griff zu halten. Zusammenarbeit Migros IPSWIS. Es gibt ganz wichtige Dinge, die Sie auch abdecken für uns und das können wir eben nicht selber. Es gibt steigende Kundennachfragen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, die wir zusammen mit Ihnen Antwort geben bei unseren Kundinnen und Kunden. Dann haben wir die Politik. IPSWIS zum Beispiel ist in der Politik neutral unterwegs. Sie haben keine Vertreter im Bundeshaus bei uns. Wie BioSwiss auch nicht, aber sie engagieren sich, wie wir uns in Begleitgruppen in Bern oder lobbyieren, aber immer mit der Optik als Produzenten und sie wissen, wo ihre Produkte hingehen. Dann haben wir gesellschaftspolitische Initiativen, wo es intensiv wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten. Trinkwasserschutzinitiative, Pestizidverbot, Massentierhaltung. Da müssen wir doch unsere Position kennen. Wir müssen wissen, was Sie wollen und Sie müssen uns sagen, was Sie brauchen.
Und das sind Heavy-Initiativen, die wir da durchgemacht haben oder noch durchmachen werden. Und ich sage, jede Initiative hat einen guten Ansatz, der uns auch weiterbringt. Man darf das nicht fundamental aus einer Ecke beurteilen. Immer aus Kundensicht, aus meiner Perspektive auch diese Initiativen beurteilen. Ja, sie helfen uns in verschiedenen Punkten. Somit ist IPSWIS mit dem Käfer, mit Ihrem Käfer, der gehört Ihnen, nicht uns, in den relevanten Themen aktiv. Und Sie sind auch die Sparringpartner, wenn wir ein neues System möchten, zum Beispiel in der Milchproduktion, waren Sie die Treiber und gesagt, hey, wir könnten mit der Wiesenmilch so weit gehen, das wäre möglich. Ich weiß noch, etwa nach einem halben Jahr kam die Soja-Diskussion. Am gleichen Tag haben wir entschieden, weil wir uns einig waren, es ist doch möglich, auf Importsoja zu verzichten. Und dann haben wir gerade gesagt, wir streichen es aus der Nation, weil die Wiesenmilchproduktion ist so rauf, futterbasiert, ich zeige es euch, dass wir das schaffen. Super, und das ist wieder ein Effekt, das haben die Produzenten und Produzentinnen überlegt und auch durchgezogen und auch ihnen selbst dann kommuniziert. In Bern sagt man, die Berner sind langsam, ich bin ein Berner, aber es gibt noch andere fast gleich schnelle. IPSWIS Wiesenmilch, hier ein Bild, ich bin ein Fan, vielleicht merken Sie es, ich war bei der Einführung von Wiesenmilch dabei, national, und dies gerade hat Schiffbruch erlitten im gleichen Jahr, weil eben die verschiedenen Genossenschaften nicht daran geglaubt haben, nicht den Regalplatz gegeben haben und die Kundinnen und Kunden haben nicht verstanden, wieso dass diese Milch plötzlich 10 Rappen teurer ist oder 15 sogar am Verkaufspunkt mit diesen Mehrwerten, die hier abgefüllt sind. Und was ist jetzt passiert? Dieser Standard ist national ausgerollt in unserer Unternehmung. Das ist die Standard-Trinkmilch der Migros. Also Budget, unsere tiefste, also günstigste Milch hat sogar auch Wiesenmilch drin. Wir loben das nicht aus, um effizient auch in den Linien zu fahren. Eine anspruchsvolle Geschichte, ihr könnt auch vorstellen, was das ökonomisch heißt, zu kalkulieren. Und wir investieren selbst in diese Milch, da wir nicht den gesamten Mehrpreis weitergeben im Moment, auch wieder, weil wir am Markt nicht verlieren wollen. Weil der Druck ist enorm, im Discount wird enorm auch die Preisspirale nach wie vor gespielt. Milch mit Mehrwert, und hier möchte ich ganz klar deponieren, dass ich Folien eingebaut habe von unserer Produzentenorganisation. Die schreiben bewusst klein, dass man nicht alles lesen kann. Habe ich gesagt, es ist Milch mit Mehrwert. Ich nehme eben so 2-3 Punkte raus. Einsatz von Soja in der Fütterung ist verboten. Raus hat vorhin schon mein Kollege vorbildlich erklärt. Es gibt Maßnahmen im Klima- und Ressourcenschutz. Biodiversität wird intensiv gefördert, ökologischen Leistungsnachweis, das ist ein Bundesprogramm bei uns, ist, und vor allem Weide, Grünlandanteil, betriebseigenes Wiesenfutter und sehr restriktiver Kraftfuttereinsatz. Das sind so die Hauptpunkte, und hier sind 13 Indikatoren. Ich gehe dort schnell durch, einfach nur, dass Sie so ein Gefühl bekommen, was da alles abgehandelt wurde und eben mit der IPSWIS gematcht ist. Also Sie haben uns vorgeschlagen, dort könnten wir so weit gehen. Ihr seht wieder die Weide, Grünlandanteil, Kraftfuttereinsatz, betriebseigenes Futter. Das sind Mehrwerte, die Punkte geben für Ihr System, dass man dann erreicht, einen Wiesenmehlstandard umzusetzen und eben auch den Mehrpreis am Markt zu holen. Lehrlingsausbildung oder Ausbildung von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, gibt Punkte. Lebensdauer der Kuhherde, auch wieder ein Nachhaltigkeitsthema. Optimierung Kunstdüngereinsatz, aus meiner Sicht ein Riesenvorteil im Moment. Wissen wir ja, wie die Düngerpreise sind, dort genau einzugreifen und zu schauen, wie haben wir resiliente Systeme, wo wir die Bodenfruchtbarkeit steigern, die Aktivität erhöhen, um weniger Input zu geben und maximalen Output zu halten.
immer im Sinne des Ressourcen- und Klimaschutzes. Kommunikation ist ein Thema und. Es geht weiter bis zur Herdengesundheit, also wer Herdenmanagement macht auf hohem Niveau, auch diese bekommen Zuschläge und natürlich immer die Leistung der Biodiversität. Und jetzt kommt es, lange Jahre konnten kaum alle diesen Begriff überhaupt aussprechen, aber wir sind gerade daran, in Berechnungen zu beweisen, was die Biodiversität auch in der Reduktion der Gase, also vor allem unsere Hauptgase, für einen Impact haben. Auch die Sequestrierung in der Weidehaltung ist ein Thema, das ich jetzt gerade in Auftrag gegeben habe. Ich denke, dort ist man noch nicht fair genug für die Milchproduktion unterwegs und die Mehrwerte des Grünlands, auch wenn es nur über ein paar Jahre ist, ganz klar zu definieren, was das bringt. Hier wichtige Vorteile noch, die Langlebigkeit erhöhen ist das Ziel, Mineraldüngereinsatz reduzieren, Kraftfuttereinsatz reduzieren und Milchproduktion auf Dauergrünland sieht man klar als Klimaprogramm. Dort verschärft man die Richtlinien, um auch unsere Rohstoffziele zu erreichen. Vielen Dank. Chance, Regionalität. Ich weiß nicht, das war heute nicht das Thema, aber wenn man solche Systeme einführen möchte, war jetzt bei uns das Glück, dass wir die Chance hatten, das dezentral in den Genossenschaften zu lancieren. Dort, wo es die beste Möglichkeit gab, standortgerecht diese Milch zu machen, haben wir angefangen und diese Milch ins Sortiment gebracht, gelernt, Kommunikation gemacht. Und da haben wir Vollgas gegeben, weil es zuerst ein Regionalprodukt war. Und dort eben auch unsere Bestrebung, regional heißt einfach noch nicht viel. Wir müssen es aufladen und diese Chance haben wir jetzt, dass wir eben die Regionalität auch mit nachhaltigen oder sinnvollen Produktionsstandards aufladen. Und nur so macht aus meiner Sicht Regionalität Sinn. Bei meinem Nachbar kaufe ich keine Eier auf dem Hof. Warum? Diese Hühner, die waren zwar ja, in einem Stall, das sind nur 100, aber die durften nie raus. Warum soll ich das unterstützen? Auch wenn es regional ist. Es gibt keinen Grund, wenn regional ist einfach nicht immer nur super. Und ich finde, wir sollten die Chance packen, auch Regionales aufzuladen mit Mehrwerten. Das kann Bio, IP Swiss, andere Standard sein, die ihr hier ja super pflegt. Wie haben wir kommuniziert? Ist der Käfer drauf? Ist Artgerechtes drin? Finde ich eine tolle Sache. Und wir haben das für alle Segmente gemacht, auch alle Getreideprodukte, die wir verkaufen. Aber das finde ich so jetzt für heute sicher ein tolles Bild mit einem guten Spruch. Wir sehen dann, dass wir eben sei es Gemüse oder auch Molkereiprodukte eben oder auch Backwaren mit IP Swiss ausloben, weil das waren unsere Pioniere, den Getreidebau zu revolutionieren. Wir sind am großen Agrarkonzern vorbei, sind die gefahren und haben gesagt, wir organisieren den Anbau, wir organisieren neue Produktionssysteme, wir verzichten zum Beispiel auf Insektizide im Raps und so weiter und so fort, haben sukzessive immer mehr Dinge weggelassen und heute sind wir fast dabei, als erster großer Detailhändler pestizidfreie Getreide zu verarbeiten, fast zu 100%. Und das ist ein Impact für das Grundwasser, das kann ich Ihnen sagen, weil ich mache selber noch in einem Pflanzenschutzprojekt im Kanton Bern mit, wo ich monatlich die Auswertungen von unserem Bach, wie wir sagen, oder Fluss, würdet ihr sagen, vielleicht sehen darf. Und diese Parameter, die sind nicht lustig. Man könnte mich unterstützen. Maßnahmen im Überblick. Hier geht es mir nicht zu euch zu erklären, was wir alles super gemacht haben. Es ist einfach, man sollte das ganze Klavier spielen, alle Hebel ziehen, kundenspezifisch, jung, alt, affin auf irgendwas gezielt angehen. Wir haben so viele Daten jeden Tag von unseren Kundinnen und Kunden,
die sollten wir nutzen, um treffend zu werben oder treffend für unsere Produkte zu werden. Und es braucht ein Vernetzen. Das ist nur meine Botschaft von verschiedenen Kanälen, um eben die schwierigen Themen auch zu erklären. Und erklären heißt für mich, auch wenn es ein bisschen kompliziert tönt, bitte sagen wir es doch, weil in der Schule lernen sie es ja nicht bei uns, die Schüler, was nachhaltige Landwirtschaft alles machen muss. Also müssen wir alle zusammen an diesem Thema arbeiten. Ich habe Ihnen noch zwei kurze Filme, das reicht. Einer ist auf Französisch, den breche ich dann ab und gehe weiter zu einem, wo ihr vielleicht ein bisschen besser versteht. Das ist ein Alpwiesenmilchbetrieb. Und nur zum Zeigen die Vielfalt, wir haben ja auch ganz starke Ackerbaugebiete, um eben dort das Grundwasser zu schützen, geht IPSWIS bedeutende Schritte weiter. Und da sieht man so einen Bauer, der in der Westschweiz, im Wattland, ein kurzes Statement macht, für die Konsumentinnen und Konsumenten bei uns, kurz erklärt, wie es ist, ohne Schall und Rauch, ganz einfach gemacht. Beide Filme sind schon x-mal genutzt worden, sind bei uns aufgeschaltet und es ist ein Grobkonzept, ein Grundrauschen, das wir da haben, auch mit bewegten Bildern. Und wichtig ist, aus meiner Sicht, im Zentrum steht die Produktion, die Bauernbetriebe, die genau das, was wir hier filmen, ja, leben. Ein Film ist schnell gemacht und ein Bild. Aber es zu leben tagtäglich, das braucht Energie und Wissen und das sollte man bestmöglich unterstützen. Hauptbotschaft, unsere Schweizer Landwirtschaftsprodukte werden naturnah produziert und fördern die Artenvielfalt. Zwei kleine Filme. Oh, jetzt. Ja, bewusst, wir sind ja in einer Region, wo ihr, denke ich, auch solche Betriebe habt.
habe ich diesen Film ausgewählt. Es zeigt so unsere Berglandwirtschaft und auch dort kann man Wiesenmilch produzieren. Und es zeigt auch die Verbundenheit, das sind Vater und Sohn, einfache Strukturen, einfache Melkzeuge, einfacher Weg mit der Milch in die Käserei. Es hat ein bisschen Staub auf der Milchleitung, es ist nicht alles fix, wunderbar geputzt, das gehört auch dazu. Und ich denke, das zeigt auch, dass wir doch zeigen sollen, wie es ist. Es gibt andere Betriebe auch, die man zeigen könnte, logisch, aber nur, dass ihr wisst, bewusst habe ich das ausgewählt, das gehört auch zu uns, nebst einer top durchgestylten, super neuen Betriebsform, wo ich auch glänzige Augen bekomme, wenn ich dort zu Besuch bin. Ja, das wäre es gewesen und hoffe, dass ich noch die letzte Folie kriege. Genau, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit am Nachmittag noch. Übrigens Respekt, auch für mich war es da irgendwann nach dem Essen natürlich nicht ganz einfach dabei zu bleiben, weil gestern hatte ich einen anstrengenden Tag mit super Gesprächen, nicht zuletzt auch mit Herr Hammedinger noch zum Schluss. Also alles Gute, der AMA möchte ich noch überbringen, glaubt an euch und wenn ihr es schafft, super zusammen euch zu vernetzen, Produktion, Handel, AMA und vor allem die Wissenschaft noch einzubeziehen, dann kommt es super gut, bin ich überzeugt. Ich wünsche Ihnen alles Gute.